Sehr geehrtes Mitglied, der Verein Archäologie der Republik plant seit nun mehr als einem Jahr in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin umfangreiche Ausgrabungen auf Kreta, der größten der griechischen Inseln. Hiermit lade ich Sie herzlich ein, Teil dieser unserer bisher umfangreichsten und gewagtesten Expedition zu werden. Zu diesem Zwecke findet am Freitag, dem 30. September 1921, auf dem Landsitz unseres größten Förderers Friedrich Hieronymus zu Köpenick ein erstes Treffen zur Konzeption der Ausgrabung statt. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr abends, wobei von unserem ehrenwerten Gastgeber ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass Besucher gerne schon zu früherer Stunde eintreffen mögen. Anwesend wird unter anderem der Leiter der Expedition, Dr. Heinrich Johansson von der Friedrich-Wilhelms-Universität sein, sowie eine Reihe wichtiger Vereinsmitglieder und Förderer, die sich aus erster Hand einen Überblick über dieses, unser neuestes und herausforderndstes Unterfangen verschaffen wollen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie in unserer Veranstaltung teilnehmen würden. Alle Ihnen anfallenden Kosten werden vom Verein übernommen. Sollten Sie Interesse haben, senden Sie uns bitte alsbald Ihre Antwort. Hochachtungsvoll, Gustav Jörg Amadeus Juncker Heumann zu Waldesruh, Geschäftsführer. Diesen Brief habt ihr vor einem Monat erhalten und euch nun hier eingefunden. Mit einer Reisetasche steht ihr vor dem großen Jagdschloss der Familie Köpenick in Mecklenburg-Vorpommern. Hierhin ziehen sich die zahlreichen wohlhabenden Adligen zurück und genießen ihr Leben an den zahlreichen Seen. Gute klimatische Bedingungen im Sommer sorgen für eine sehr angenehme Atmosphäre. So steht ihr nun vor dem imposanten Bau. Abgeholt wurdet ihr von einem Chauffeur des Freiherrn. Ein riesiger Chinese, der nicht einmal richtig Deutsch sprechen kann. Herr Daimler, bitte. Vom Aussehen her, adrett gekleidet auf jeden Fall. Würde auf jeden Fall auf die Kleidung achten, dass sie sitzt. Wäre vielleicht unter der Kleidung auch ein leicht bullig und wäre relativ, ja, doch freundlich. Hätte sich interessiert an den anwesenden Herrschaften und dem Fräulein gezeigt. Und wenn man so allgemeine Gespräche oder so führt, würde es wahrscheinlich in die Richtung, ja, Autos gehen und wie sie in die Zukunft quasi ja, Einfluss einfach nehmen werden auf den allgemeinen Menschen. Gut, dann bitte den Graf Kasimir Woldamart vom Blocksberg. Ein Butler dabei oder nicht? Wenn du möchtest, ist auch dein Butler dabei. Ja, sehr antiquierte Person, definitiv. Trägt einen Zylinder und einen Frack, hat einen Umhang und einen Spazierstock, auf dem sich ein silberner, ja, Wasserspeier, Gargoyle, irgendwas dazwischen rumlümmelt. Statt Krawatte oder Fliege hat er ein komisches Amulett um mit irgendwelchen seltsamen Runen und kleinen Edelsteinen darauf. Und ja, hat eigentlich immer ein recht freundliches Lächeln, hört die meiste Zeit einfach nur zu und beteiligt sich, wenn notwendig, am Smalltalk. Und ansonsten wird er tatsächlich erstmal gar nicht so viel sagen. Fräulein Neumann. Ja, Fräulein Neumann ist vielleicht etwas ungewöhnlich gekleidet, hat einen feinen Hosenanzug an, flache Schuhe, hat ein Buch, was sie aufmerksam studiert. Es geht um ägyptische Geschichte. Und sie wird immer mal wieder aufschauen und im Gespräch auch folgen, vielleicht auch was einfließen lassen, aber ist dann mehr mit dem Buch und der Landschaft beschäftigt. Professor Dr. Friedrich von Falkenhorst. Ja, ist ein älterer Herr, der sich hauptsächlich dadurch auszeichnet, dass er doch sehr enthusiastisch dem Gespräch folgt, sofern es denn seinen Gesprächsthemen zuspricht, was hauptsächlich Archäologie oder auch Arbeiten an der Universität betrifft. Was noch zu sagen ist, dass er definitiv dabei gesehen wird, wenn er geht. Er hat einen Gehstock, recht schlicht, allerdings mit einem silbernen Knauf, und den hat er nicht nur aus Takt, sondern weil er sein rechtes Bein hinter sich herzieht. Das scheint eine Verletzung zu sein. Mhm. Und Dr. Franz Meierhofer. Franz Xaver, habe die Ehre. Der Dr. Meierhofer ist von der Statur her eher klein und untersetzt, sehr rund. Ich habe 1,70 Meter groß, ist passionierter Jäger,
und erzählt auch gern von seiner Forschung der Kulturgeschichte der Frühmenschen, insbesondere von der Bocksteinhöhle auf der Schwäbischen Alb, wo er beteiligt war an der Entdeckung eines frühmenschlichen Skeletts. Gut, der Kies vor euch ist wohlgehakt und während ihr euch das ziemlich imposante Gebäude mit dem großen schmiedeeisernen Tor noch einmal anseht und auf den kleinen Turm blickt, könnt ihr auch erkennen, wie wohl einer der Bediensteten auf euch zukommt. Der Chinese selber bleibt wohl im Wagen als Chauffeur zurück und eine weitere Dame kommt auf euch zu, die ebenso sehr ungewöhnlich ist. Es handelt sich dabei wohl um eine Japanerin. Eine Frau von ungewissem Alter, die in einem Kimono auf euch zutritt, seltsam kurze Haare und sich dann einmal vor euch verbeugt. Willkommen, meine Herren. Ich bin Tao Akamoto, die Hausdienerin hier. Ich darf Sie willkommen heißen im Landschloss der Familie zu Köpenick. Sie werden bereits erwartet. Ja, zur Antwort werde ich mich ebenso verbeugen, wobei natürlich nicht ganz so tief, wie sie das tun wird. Die Geste scheint mir nicht unbekannt zu sein. Werde dann necken und langsam mich Richtung Gebäude begeben. Ein leichtes Kopfnicken auch von meiner Seite und dann würde ich folgen. Ich klappe auch mein Buch zu und würde den beiden dann auch entsprechend folgen. Ich würde der Dame dann auch noch freundlich zunicken und ja, mich den anderen dreien anschließen. Ein Lächeln zaubert sich auf meine Lippen in deine Richtung. Dr. Meyerhofer verbeugt sich auch vor der Japanerin und sagt, habe die Ehre. Ja, sie verbeugt sich ein weiteres Mal tief, wird aber nicht antworten. Und während sie sich ebenso umdreht, könnt ihr sehen, wie viele verschiedene Leute, allesamt Bedienstete, auf euch zukommen, aus dem kleinen Landschloss hinausströmen und in eure Richtung treten, um euch dann das Gepäck abzunehmen. Zumindest wirkt es auf euch so. Und das Besondere dabei ist, dass es ebenso sehr seltsam ist. Nicht nur, dass es einen chinesischen Chauffeur gibt und eine japanische Hausangestellte, sondern allesamt schwarze Leute. Ein kleiner Pygmäne, also ein ziemlich kleiner schwarzer Mann, der dann auf seinen viel zu kurzen Beinen heransprintet, fast einen ziemlich großen Nubier, zumindest, ihr kennt euch nicht genau aus mit den afrikanischen Stämmen, na, eine Eskimo-Dame, eine Indianerin, ihr seid euch nicht ganz sicher, zumindest, es wirkt auf euch als etwas, das man nur im Zirkus sonst sieht oder auf einer Freakshow. Ja, sie treten alle so an euch heran, verbeugen sich auch einmal und würden euch dann zu verstehen geben, dass ihr die Gepäckstücke an sie abgeben dürft. Ich werde mich etwas zurückhalten und erstmal schauen, was die Herren machen und abwarten, wie sie darauf reagieren. Ich strecke gleich meinen Koffer vor und warte, bis der nächstbeste mir den abnimmt. Und als Anthropologe schlägt mein Herz da sämtliche Kulturen dort sammeln zu sehen und ich würde jeden genau schauen. Ja, klar, für dich als Anthropologe ist das natürlich relativ schnell einordbar. Also, wie gesagt, wir haben drei Afrikaner, beziehungsweise einen vierten, einen Nubier, wir haben einen Zentralafrikaner, einen Deutsch-Südwest-Namibianer, also jemand, der aus dem tiefsten Süden kommt, einer deutschen Kolonie, und einen Marokkaner, zumindest wirkt er auf dich so. Marokko, Algerien, bist du nicht ganz sicher. Aber für dich auf alle Fälle einordbar. Fragt sich natürlich nur, warum der Herr von Köpenick eben mit solchen Leuten umherzieht. Interessiert mich erstmal nicht. Ich habe erstmal ein Strahlen im Gesicht, weil ich die natürlich als Doktor aus München nur aus Büchern und von Bildern kenne und jetzt mal live Volksgruppen zu sehen, das freut mich unglaublich. Ich würde ebenfalls meinen Koffer vor mich stellen und bin auch recht glücklich darüber, dass mir den jemand abnimmt, da ich natürlich nicht mehr so gut zu Fuß bin und dementsprechend das Tragen mir auch etwas schwerfällt. Aber ich lasse ebenfalls meinen Blick über die Menge schweifen und bin doch begeistert, so ein Sammelsurium an verschiedenen Menschen zu sehen.
Herbert, hör auf, Maulpfaffen feil zu halten. Gib dem Herrn den Koffer. Jawohl, mein Herr. Verzeiht. Ja, Herbert drückt dann dein dein Reisegepäck einem, ja, das ist wohl der Marokkaner in die Hand, läuft hier mit Turban umher, auch wenn die Sonne gar nicht so sehr scheint, natürlich ist es warm, aber wir haben hier keine afrikanischen Temperaturen, da ist das schon ziemlich lächerlich, wenn man hier so rumläuft, aber gut. Bei mir wäre es wahrscheinlich dieses, das erste Mal so eine große Menge an, nicht deutschen Staatsbürgern vielleicht auch sehen und einen Moment länger vielleicht als die anderen einfach dastehen und erschlagen sein von der Vielfalt. Aber wenn vor allem der Ruf dann nach dem Butler kommt, würde ich dann auch relativ schnell meinen Koffer an einen der Bediensteten einfach weitergeben. Ich folge mit dem Blick dem Spektakel, behalte aber den Koffer in der Hand und würde ihn nicht abgeben. Herr Professor, es ist doch eine Freude zu sehen, was der Herr, unser Gastgeber, der Herr von Köpenick, hier versammelt hat an Volksgruppen. Aus anthropologischen Gesichtspunkten hat sich die Reise für mich schon jetzt gelohnt. Also auch wenn Schwerpunkt Archäologie eher mein Fachgebiet ist, bin ich doch sehr interessiert. Wie hat er diese Leute hier alle herbekommen? Zumal, wofür braucht er so eine Vielzahl an verschiedenen Bediensteten? Naja, meine Liebe, ich denke, das ist eine Machtdemonstration. Ja, haben Sie wahrscheinlich sogar recht. Kann natürlich auch ein Blumenstrauß bunter Kulturen sein. Das würde mir schon eher gefallen. Ja, und so könnt ihr in das Schloss eintreten. Hinter euch treten dann nach und nach die Diener ein. Die Japanerin bildet wohl den Anfang und weist euch dann die große Jagdhalle als allererster großer Raum dem Zentrum des Hauses. Um euch herum sehr hochgestellte Rundbogenfenster, die sehr viel Licht in verschiedenen Farben reinlassen, einfach durch dieses Bleiglas. Das einfallende Licht wirkt dadurch ja, teilweise natürlich, teilweise unnatürlich. Zumindest wirkt es recht warm auf euch. Und auch das wird dann durch die Temperatur im Inneren, trotz der offenen Tür, nochmal deutlich. Ein großer Kamin, der euch hier empfängt und für ein wohliges Klima sorgt. Und ist alles recht angenehm. Was euch hier verwundert, ist die nächste exotische Offenbarung. Und zwar gibt es hier ja in dieser Jagdhalle nicht nur unzählige von Gewehren, in Vitrinen, verschiedene Jagdtrophäen, die dann geschossen worden sind, sowas wie Elefanten, Tigerköpfe, Löwen, die hier hängen, sondern auch lebendige Tiere, die dann in einigen Terrarien an den Wänden aufgestellt sind und dort dann krabbeln. Ihr könnt dann verschiedenste von exotischen Wesenheiten erkennen, Schlangen, Spinnen, Frösche, Salamander, einige Mäuse, Skorpione, aber auch ein Aquarium mit einigen bunten Fischen darin und so werdet ihr eben mit dem nächsten Eindruck direkt erschlagen. Dr. Meyerhofer rutscht ein Zackzefix raus und er stürmt erstmal Richtung den Jagdwaffen. Aber zu betrachten. Ja, ungefähr ein halbes Dutzend Flinten und Jagdgewehre, allesamt unterschiedlichen Kalibers. Zwei Revolver, die du sehen kannst, vor allem denen auch als Fangschussgeber. Und alle sind sie wohl irgendwie eingeschlossen mit entweder Eisenstäben oder auch Gläsern, die dann die Vitrine so ausliegen lassen. Du kannst auch schachtelweise Munition daneben noch sehen, Jagdmesser, Reinigungsutensilien, also die Dinge sind wohl auch offensichtlich irgendwann mal benutzt worden und die Tiere sprechen ja natürlich auch dann ihr ganz eigenes Bild. Mein Weg würde mich auch direkt zu diesen Tieren führen und die Terrarien betrachtend dann darüber stehen und voller Erstaunen mir diese verschiedenen Tiere ansehen. Ja, wie gesagt, allerlei Tiere, die dann springen, krabbeln, schleichen. Viele von ihnen sind wohl, zumindest auf den ersten Blick für dich, auch hochgiftig.
Verzeiht, meine Herren, ich möchte Sie bitten, dass Sie auf die Zimmer gehen, zumindest biete ich Ihnen das an. Wir haben ein oder andere Zimmer für Sie herausgesucht und wenn Sie mögen, dann können wir Ihre Koffer direkt dort unterbringen. Wir haben sowohl Zimmer im ersten als auch im zweiten Obergeschoss, wenn Sie mögen. Dabei deutet sie vor allem dann auch auf den Diener von unserem Grafen. Ansonsten kann ich Ihnen die freien Zimmer weisen. Sie können sich dann zunächst erstmal zurückziehen und sich frisch machen und dann gestärkt nach unten treten hier in das Esszimmer, wo bereits die anderen auf Sie warten. Das ist eine großartige Idee. Der Einladung komme ich gerne nach, wenn Sie mir zeigen würden, wo mein Zimmer ist. Selbstverständlich. Sie verbirgt sich wieder vor dir. Ich nicke ihr zu. Ich würde mich dann auch gleich anschließen auf dem Weg ins Zimmer. Ja. Von Falkenhorst folgt dem Blick ebenfalls. Gerne. Erstmal die Sachen verstauen. Und dann können wir uns weiter dieses verblüffende Schauspiel anschauen. Es muss Jahrzehnte gedauert haben, diese Sammlung zu erstellen. Ja, das ist ein ganz anderer Kaliber bei uns im Chiemgau. Tja, dazu sollte man sich auf jeden Fall die entsprechende Zeit nehmen, um das ausreichend bewundern zu können. Das stimmt. Ja, ich werde die Terrarien mit einem sehr traurigen Blick mustern. Mein Mund ist nur noch ein dünner Strich. Ich werde dann kurz angehalten, einfach nur nicken, irgendeinen der Aufenthaltsräume aufsuchen und mich da erstmal hinsetzen. Ja, das kannst du tun. Wenn du kein weiteres Gepäck hast oder dich nicht nach oben zurückziehen möchtest und das dann einfach deinem Butler zutraust, dann geht das natürlich. Kannst du dann also durch eine doppelflügelige Tür treten und dann im Salon Platz nehmen, wo du auch weitere Kabine sehen kannst, die dann ja den Raum nicht nur erhellen, sondern eben auch warm machen. Vor allem aber eben auch eine ziemlich große Büchersammlung, die Regale aus edlem Holz gearbeitet und da dann zum Verweilen einladen. Eine weitere Tür, die nach Norden abzweigt und hinter der du auch die ein oder anderen Stimmen hören kannst. So, wir haben Unterbringungsmöglichkeiten und zwar, ich muss gerade mal schauen, 3 gute und 4 weniger gute Zimmer. Die 3 Guten bekommen Dr. Meierhofer, Gottlieb Daimler und Professor Dr. Friedrich von Falkenhorst. Und die weniger Guten werden dann bekommen Freya Neumann und der Graf. So könnt ihr dann die Treppen, geführt von der Japanerin und natürlich dann eben auch den anderen Bediensteten, die dann die Koffer und Taschen tragen, einnehmen und dann, ich muss gerade mal schauen, die Zimmer 28, 29, 30 und 47, 48 könnt ihr dann einnehmen für euch. Nur, dass ihr schon einmal gesehen habt, könnt ihr es dann auf der Karte selber finden, könnt ihr dann schon euch einmal orientieren, wo ihr sitzt und wo die anderen sitzen. Wer im Dachgeschoss untergebracht ist, muss natürlich mehrere Treppen steigen und das sind die weniger guten Gasträume, vor allem da dann eben auch neben den Dienern untergebracht. Wobei die nochmal eigene ja, Räumlichkeiten haben, die nicht ganz so ausgestattet sind, aber ja, zumindest für diejenigen im Obergeschoss, im ersten Obergeschoss, ist das dann doch noch recht angenehm zu laufen. Könnt ihr eure Sachen ablegen und dann nach und nach wieder zurück in den Salon treten, in dem immer noch Graf von Blocksberg auf euch wartet. Ich habe mich mittlerweile in irgendeine der Ecken hingesetzt und habe mir eine Pfeife angezündet. Ja, ich würde mich beeilen, in mein Zimmer einzurichten und dann wieder in Jagdsaal gehen und mir sehen und die Waffen nochmal in Ruhe anschauen. Ja, okay, dann kannst du dir nochmal die Waffen ansehen. Möchten die anderen zum Grafen aufschließen und dann zu der Gesellschaft dann später oder wie hättet ihr es gerne?
Möchtet ihr oben noch ein bisschen bleiben, da ein bisschen mehr in die Körperpflege investieren oder kann das gleich losgehen? Von Falkenost würde sogar neben Dr. Meyerhofer auftauchen und ebenfalls einen Blick auf die Waffen werfen. Ich würde auch relativ schnell eigentlich wieder runterkommen, habe mich oben ein bisschen orientiert, mich dort eingerichtet, meine Bücher ausgeräumt und mir macht es auch nichts, dort untergebracht zu sein. Die sind scheinbar nicht so schicken Räumlichkeiten, darauf lege ich keinen Wert. Und werde dann halt relativ schnell auch wieder runtergehen, weil auch an meinem Äußerlichen würde ich jetzt nicht mehr großartig ändern und würde dann halt mich einfach auch in den Salon begeben oder vielleicht vorher noch einen Abstecher zu den Tieren nochmal machen und rüberschauen und dann in den Salon gehen. Ich hätte wahrscheinlich auch nur kurz den Koffer im Zimmer angebracht, sich kurz umgesehen, vielleicht ein paar Mal tief ein- und ausgeatmet, einfach von der großen Vielfalt, mit der man nicht gerechnet hätte. Und ja, würde mich dann auch hier relativ schnell nach unten aufmachen zu den anderen. Und ja, wahrscheinlich dann auch bei den Waffen wäre es dann wahrscheinlich auch, mich den beiden Herren anschließend den Blick drüber gleiten lassen und sich die Waffen etwas genauer ansehen. Hast du Ahnung von Waffen oder ist dir das was Neues? Generelles Wissen über Waffen wäre da, aber wahrscheinlich kein Fachwissen im Speziellen, mehr wie man sie einfach nutzt. Okay. Ja, dann könnt ihr, wie gesagt, euch noch ein bisschen zurückziehen, die Waffen mustern, gemeinsam miteinander diskutieren oder eben auch genüsslich eine Pfeife schmauren, bis dann ja ihr allesamt irgendwann aneinander getreten seid und von der Japanerin in Richtung des Speisesaals gelotst werdet. Sie öffnet dann die Schiebetür vom Salon in Richtung des Esszimmers, wo bereits ein paar andere Menschen sitzen. Den einen oder anderen davon kennt ihr schon. Vor allem die Studentin kennt natürlich dann auch Dr. Heinrich Jonas Johansson, den Archäologen der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin. Die anderen werdet ihr wohl vielleicht mal aus einer Zeitung kennen. Friedrich Hieronymus, Freiherr zu Köpenick, ist natürlich auch anwesend. Der sitzt hier an der einen Seite der Tafel und seine Frau direkt gegenüber von ihm an der anderen Seite der Tafel. Hildegard Elisabeth zu Köpenick, die Hausherrin hier. Ja, neben dem Baron selber, der Junker angeordnet, derjenige, der den Verein hier führt und damit auch den Brief an euch geschrieben hat. Er wird das Ganze dann als Vereinsleiter oder Geschäftsführer hat er euch einbestellt, aber die Leitung dieses Unternehmens wird dann später Herrn Dr. Johansson übertragen, dem, ja, wie gesagt, archäologischen Leiter vor Ort. Ihr wollt ja nach Kreta. Zumindest ist das das eigentliche Ziel. Ihr werdet nach und nach vorgestellt. Anwesend ist dann auch noch Dr. Marius Knödler, ein Großunternehmer, gemeinsam mit seiner Ehefrau, die noch recht jung zu sein scheint. Der Dr. Johansson hat noch einen weiteren Assistenten mitgebracht, einen Doktoranden, der penibel darauf achtet, dass hier alles nach Protokoll eingehalten wird. Torvald Warkholm ist anwesend, ein Industrieller, der wohl auch als Geldgeber geladen ist. Das sollte euch natürlich auch bekannt sein. Vor allem diejenigen, die auch als Geldgeber eingeladen worden sind. So eine Reise kostet Geld und dementsprechend soll wohl auch Warkholm etwas dazu steuern. Und Erik Varenga, ein Assistent, ein persönlicher Assistent vom Baron, vom Freiherrn zu Köpenick. Das sind die Anwesenden gemeinsam mit euch und ihr dürft euch dann setzen an den großen Tisch, nachdem ihr allesamt vorgestellt worden seid. Visitenkarten, die ausgetauscht worden sind und ja, so sitzt ihr allesamt am großen Tisch. So, sind wir gleich allesamt anwesend. Wir sind vollständig und Akamoto, wir können etwas frühzeitiger mit dem Essen beginnen. Ich hoffe, Sie haben Hunger mitgebracht, meine Damen, meine Herren.
Wir werden heute bekocht von einer Inderin. Ganz vorzügliches Essen. Etwas anderes. Ich hoffe, die Fahrt war angenehm. Und mein Chauffeur hat sie sicher von Bahnhof hierher geführt. Ich würde mich dann leicht erheben und sagen, ich denke, ich spreche im Namen aller Anwesenden, dass wir eine schöne, gute Anreise hatten. Und es ist wirklich ein feines Haus. Danke, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich werde mich auch kurz erheben und nochmal Gastgeber gegenüber verbeugen. Ich würde mich dann auch erheben, freundliches Lächeln auch aufsetzen, dann zur Verbeugung auch ansetzen. Ich meine, die Fahrt war äußerst angenehm und auch von mir. Vielen Dank für die Einladung. Und in dem Moment würde er sich kurz erschrecken. Würde dann überlegen, ja, hochgeboren? Ja, Titel. Hochgeboren, Freiherr, Herr Baron, all das wäre korrekt. Du merkst wohl, dass ihm das persönlich vielleicht gar nicht so wichtig ist. Allerdings kannst du einen Blick von seiner Frau erheischen am anderen Ende des Tisches, die dich sehr pikiert ansieht. Ich hätte gedacht, dass ein Daimler wissen müsste, wie man den Adel anspricht. Immerhin verkehrt ihre Eins doch mit unser Eins, nicht wahr? Nun, verzeihen Sie. Papalapap. Ich will gar keine Ausreden hören. Ich würde mich dann auch setzen, aber wäre wahrscheinlich ziemlich rot im Gesicht. Ja, abschließend werde ich mich dann erheben. Werte hochwohlgeborene Gesellschaft, ich danke für die Einladung in eure Domäne. Ich bin erfreut von der Macht und der Fülle eurer Domäne und muss euch wirklich für euren guten Geschmack loben. Und bin demütig euer Gast und bitte um eure Gastfreundschaft. Ja, die habe ich gewiss. Erneut verneigen. Ich danke euch. Nehmt dann wieder Platz. Wir werden sicherlich ein paar schöne Tage miteinander verleben. Muss loben. Euer Hofstaat ist wirklich beeindruckend. Mein Blick geht in die Runde und ich schaue, ob sich noch jemand erheben möchte, da ich den Herren von Stand nicht die Rangfolge madig machen möchte. Wenn sich denn keiner mehr erhebt, dann würde ich mich auch kurz erheben und meinen Blick Richtung Vorsitzenden und den Freiherrn von Köpenick wenden und sie dann ansprechen mit euer Hochwohlgeboren, die werten Geldgeber, die wohlgelehrten Herren. Auch ich möchte mich an dieser Stelle vielmals bedanken für diese einmalige Gelegenheit, an diesem Treffen und auch der Expedition teilhaben zu dürfen als Studentin der Archäologie. Vielen Dank dafür. Es ist wirklich eine große Ehre, die mir zuteil wird. Ja, sehr gerne. Ich habe natürlich mit Herrn Dr. Johansson gesprochen und ich gebe gerne etwas mehr Geld, wenn der Junker dann zufrieden ist. Und damit kannst du sehen, wie der dir Baron tatsächlich einmal zuzwinkert. Ich versuche mir da nichts anmerken zu lassen und würde dann einfach nur ein Lächeln aussetzen, einen Kopfnicken in die Richtung und mich dann wieder hinsetzen. Und dann mein Glas heben.